Frau Maceratini, es freut mich sehr, dass wir uns hier am Vorabend von Robert Schumanns Geburtstag treffen. Ganz meinerseits. In den Räumlichkeiten, die mit Schumanns Leben zu tun haben, in denen sein Leben zu Ende ging. Das Motto dieses Bonner Schumann-Festes lautet aber Opus 1, also der Anfang. Und das möchte ich gleich einmal etwas umdeuten und Sie fragen, was war denn Ihr persönliches Opus 1 in Sachen Robert Schumann? Das erste Mal, wo ich Robert Schumann getroffen habe, war relativ früh. Ich war vielleicht 11 Jahre alt und ich habe Papillon gespielt und kleine Stücke von ihm. Allerdings, jemanden zu treffen, ist eine ganz andere Sache, als jemandem zu begegnen. Mhm. Und deswegen kann ich sagen, dann, dass ich Schumann erst begegnet habe, wo ich dann 17 Jahre alt war, und nämlich in einem Konzert von Eliso Virzaladze in der Nähe von Rom, wo sie ganz viele Werke von Schumann gespielt hat. Mhm. Und wo ich reinkam und natürlich, ich kannte diese große Pianistin noch nicht und sah ein bisschen so da, und dann kam sie rein, fing sie an zu spielen und ich bin so geblieben. Und dann am Ende des Konzertes spürte ich, wie alles wehtut überhaupt, und ich fragte mich, was ist jetzt los, es tut alles so weh. Und dann merkte ich, dass ich vom Anfang bis zum Schluss in dieser Position geblieben war. Also das heißt, dass, es ist tatsächlich kein Metapher, ja, wenn ich sage, ich wurde wirklich ergriffen, sondern war tatsächlich körperlich deutlich spürbar. Und seit damals dann habe ich wirklich Feuer für die Musik Robert Schumann unter anderem gefangen. Wussten Sie damals schon, dass Frau Virzaladze Ihre Lehrerin werden würde? Nein, wusste ich noch nicht. Deswegen ist es umso objektiver. Ich habe gelesen, dass Sie ja ursprünglich mit ganz anderer Musik groß geworden sind. Mhm. Also wenn man in Ihrer Biografie liest, liest man auch von den Beatles und von den Rolling Stones, die im Elternhaus eine große Rolle gespielt haben. Ja, das stimmt. Also es ist, die Wahrheit zu sagen, meine Eltern haben in einem Laienchor gesungen. Das heißt, es ist so, dass ich schon dann auch klassische Werke gehört habe, und insbesondere habe ich mich für den Gregorianik begeistert, wo ich so halb zwei war, also eineinhalb Jahre war. Aber ansonsten, was zu Hause gehört wurde, nämlich von meinem Vater, der so ein leidenschaftlicher Schlagzeuger ist, so in der Freizeit, waren eben dann Popmusik oder Beatles oder was weiß ich, alles Mögliche. Und ich habe nicht wirklich unterschieden, ne? Was ist ja klassische Musik oder was ist Popmusik. Ich habe einfach immer Musik gebraucht und Musik gerne gehört, egal aus welcher Ecke oder es kam. Und ja, und dann, klar, wo es die Ausbildung da angefangen hat, dann konnte ich selber aussuchen und habe angefangen, meine Forschungen zu machen. Und die waren fruchtvoll. Ich muss den Zettel zur Hand nehmen, denn das kann ich nicht auswendig. Sie haben in Ihrer Heimat Italien 28 Klavierwettbewerbe als erste Preisträgerin abgeschlossen. 2012 wurden Sie für Kammerkonzerte der Kronberg Academy ausgewählt, haben mit Gidon Kremer, Steven Isserles zusammen konzertiert. 2013 dann der Staatsempfang beim Bundespräsidenten für den italienischen Präsidenten Giorgio Napolitano im Schloss Bellevue. Auch dort haben Sie gespielt. Außerdem Schleswig-Holstein Musikfestival, also man könnte glatt so weitermachen. Mhm. Und überall, wo Sie hinkommen, überschlagen sich die Kritiker, und zwar auch selbst die eigentlich für ihre Zurückhaltung bekannt sind. Also da muss man wirklich sagen, das ist auffällig. Und da habe ich mich gefragt, jetzt, die Kritiker haben bei Ihnen immer etwas Besonderes gefunden, aber gab es ein bestimmtes Konzert, was Sie besonders in Erinnerung haben? Schwer zu sagen. Das ist, jedes Konzert ist für mich immer eine ganz andere Erfahrung. Und manchmal ist es sogar so, vielleicht ist das Publikum sehr zufrieden, ich nicht, und umgekehrt. Ne? Deswegen, insofern ist für mich tatsächlich jedes Konzert etwas Besonderes, weil ich kann immer etwas Neues lernen. Mhm. Und deswegen, das ist überhaupt meine Lebeneinstellung. Also für mich ist es so, dass jeden Tag etwas Besonderes ist. Und deswegen auf so eine Frage fällt mir schwierig, eine Antwort zu finden.
Ich habe mich gefragt, wie ist das denn bei so einem Staatsempfang? Die ganzen Politiker, die da kommen, hören die wirklich zu oder sind die nur da und nach dem Klavierspielen geht es weiter? Es ist ja eine andere Situation, ne? Kann man auch sagen, dass wo Verdi zum Beispiel gelebt hat, ne, das war üblich, dass man ins Theater kam und die Leute haben noch gegessen dabei und dann ab und zu einen Blick geworfen. Ne? Nee, das sind sehr unterschiedliche Umstände. Ja, das ist klar, es ist nicht wie ein Konzert jetzt in einem Konzertsaal oder wurde sehr aufmerksam zugehört. Das ist natürlich dann, was für mich sehr ungewöhnlich ist, ist das ganze Protokoll und die Formalitäten, die damit natürlich verbunden sind und die Anspannung, die dann in den Leuten dann entsteht. Das ist natürlich sehr spürbar. Und das finde ich, das ist nicht etwas, was der Kunst dient. Ne? Deswegen als Künstler muss man natürlich sich wirklich konzentrieren, um wieder in eine Konzentration zu kommen, eine entspannte Konzentriertheit, die ermöglicht auch dann die Leute in einen Zustand zu bringen, wo ein aktives Zuhören möglich ist. Mhm. Dann sind wir beim morgigen Abend. Morgen werden Sie hier konzertieren und Opus 1 steht natürlich auf dem Programm, die Abegg-Variation. Und da ist ja überliefert, dass Schumann sich einmal so richtig abgeplagt hat mit einem Variationenzyklus von Chopin, die La Cidarem dal Mano-Variation aus Don Giovanni. Und das war just in dem Jahr der Abegg-Komposition. Mhm. Und da fragt man sich natürlich, könnte es da einen Zusammenhang geben? Ist sozusagen diese La Cidarem dal Mano-Variation ein Blueprint gewesen für das, was Schumann dann versucht hat, mit den Abegg-Variationen weiterzuführen? Bestimmt wurde er beeinflusst. Zum einen, weil er ein großer Fan von Chopin war. Er hat Chopin sehr gemocht. Und zum Zweiten, weil er gerade zur Zeit, wo er dann die Abegg-Variation geschrieben hat, noch gehofft hat, als Klaviervirtuose sich einen Namen zu schaffen. Mhm. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest auch die Absicht mitgeschwungen hat, in seinem Kopf etwas zu schreiben, was auch seine Virtuosität irgendwie einfach ans Licht bringen kann. Mhm. Wobei ich glaube, das ist natürlich aber eine persönliche Meinung. Ich glaube, das hat nicht so eine wichtige Rolle jetzt gespielt, wie bei anderen Komponisten, wie zum Beispiel Franz Liszt gespielt hätten können. Aber glauben Sie, dass es wichtig war, dass es von Chopin kam? Denn die beiden hatten ja schon, sage ich mal, gegenseitige Inspiration, aber auch gegenseitige Reibung. Also das war immer etwas, die haben sich gegenseitig befeuert. Mhm. Ja, also ich glaube, dass ein Einfluss, also eine Rolle hat natürlich gespielt, dieses Werk. Und zumal hat er versucht, tatsächlich zu beherrschen und er hat sich monatelang also tatsächlich damit rumgeschlagen. Er schreibt sogar, dass er einfach notiert, wie er übt und was er macht und was er hofft, dass es dann erzielt wird und dann doch das gewünschte Ergebnis ist nicht eingetreten und immer noch konnte er nicht spielen. Mhm. Also es hat etwas, was ihn tatsächlich sehr beschäftigt hat. Und dann bestimmt hat einen Einfluss auf die Abegg gehabt. Mhm. Über die Abegg-Variation haben wir letztes Jahr an dieser Stelle sehr viel geredet mit Frau Baranova. Ich möchte mich da jetzt auch nicht wiederholen und komme deswegen mal zu einem weiteren Programmbestandteil des morgigen Abends. Das wird die G-Moll-Ballade von Chopin sein. Da ist auch eine konkrete Situation aus dem Hause Schumann überliefert, denn da scheint es einen Streit gegeben zu haben. Mhm. Und zwar Clara und Roman Schumann haben sich gestritten über das Vortragstempo. Mhm. Wenn sich schon die Schumanns nicht einig sind, dann habe ich mir gedacht, ich frage mal, was sind denn eigentlich die konkreten pianistischen Herausforderungen, die die G-Moll-Ballade mit sich bringt für einen Künstler? Pianistische Herausforderungen, also viele. Also wenn man jetzt rein technisch spricht, könnte man sich sehr lange unterhalten. Aber ich finde, hauptsächlich dadurch, dass die Balladen ein narrativer Gestus haben,
einen erzählenden Gestus haben und sich so fließend und stetig auf ein Ziel hin entwickeln, finde ich eine sehr große Herausforderung, die Sie an den Interpreten stellen, dass man einen roten Faden tatsächlich von Anfang bis zum Schluss behält und nicht abbricht. Also dass diesen großen Spannungsbogen die Erzählung sozusagen weitgehend so aufrechterhalten wird. Das ist schön, dass Sie das Erzählerische ansprechen, was dieses Stück hat, denn der Titel Ballade hat möglicherweise dazu geführt, dass dieses Stück immer auch literarische Dinge ausgelöst hat. Es gibt ein Gedicht, was relativ bekannt ist, von Detlef von Lilienkron mit dem Titel G-Moll-Ballade. Es gibt aber auch noch andere literarische Fundstellen, wo die G-Moll-Ballade von Chopin eine Rolle spielt. Und es gibt diese Anekdote, dass Robert Schumann gesagt haben soll, Chopin habe diese G-Moll-Ballade geschrieben in der Nachwirkung von Gedichten, von Balladen von Adam Mickiewicz. Glauben Sie die Anekdote? Wir wissen das mit Bestimmtheit, dass Chopin den Dichter persönlich gekannt hat und seine Gedichte gelesen hat und seine Werke und dass er das sehr gemocht hat. Und es gibt, wenn man jetzt wirklich nachweisen will, in Bezug auf die ersten Ballade, ob tatsächlich ein Gedicht oder eine Ballade oder irgendwas war, was Chopin konkret veranlasst, einfach das Stück zu schreiben. Es ist nicht nachweisbar. Also das habe ich auch selber versucht, immer wieder zu... Aber es gibt zwar Andeutungen, was die zweite Ballade betrifft. Also anscheinend, es gibt tatsächlich ein Werk von diesem, von diesem Mann, der den Chopin wirklich so inspiriert hat. Für die anderen Balladen ist immer eine Frage, die wahrscheinlich wir nicht antworten können. Und die zweite ist auch die Schumann gewidmet ist, ne? Genau. Ja. Aber das finde ich auch nicht so wichtig. Also es gibt, da halt streiten sich die Geister, ne, ob jetzt diese Balladen als Programmmusik zu verstehen sind oder nicht. Aber anscheinend es ist einfach so, dass er fast eine abstrakte Geschichte damit erzählen will. Also es ist nicht wirklich an einem ganz konkreten Inhalt gebunden, aber sie haben eben einen Gestus der Gestus einer Geschichte. Wenn ich mir den Programmzettel vor Augen führe, der morgen Ihr Programm beschreibt, dann ist auffällig, dass es alles Stücke sind, die einen ganz ungewöhnlichen Aufbau haben. Wir beginnen also mit der Ballade und kommen dann zur Wandererfantasie von Franz Schubert. Die Wandererfantasie ist ja eigentlich musikalisch ein ganz ungewöhnliches Konstrukt. Das ist beinahe eine Sonate, aber eigentlich könnte man eher sagen, es ist so etwas wie ein viersätziger Sonatenhauptsatz, wenn man sich sowas überhaupt vorstellen kann. Und da habe ich gefragt, können Sie uns vielleicht das Stück mal inhaltlich ein bisschen aufschlüsseln, ja, wie es also aufgebaut ist? Ja, wie aufgebaut ist. Es ist ein Stück, das alle Merkmale von einer Fantasie hat und zum Teil hat auch rhapsodische Teile. Und andererseits, wie Sie schon erwähnt haben, es ist fast eine auskomponierte, durchkomponierte Sonate. Ja. Es ist gegliedert auch in vier Sätzen und der zweite Satz ist ein Adagio, ja, also ein langsamer Satz, wie wir oft in anderen klassischen Sonaten sehen. Und dann haben wir ein Presto als dritter Satz, was nach dem Modell des Scherzo im Grunde genommen gebaut ist, und noch ein Finale. Also das Ungewöhnliche dabei sind die Übergänge zwischen einem Satz und dem nächsten und wodurch einfach das Stück ununterbrochen sich entwickelt. Und vor allem das Thema des Wanderers zieht sich ganz konsequent durch die verschiedenen Sätzen durch. Und was ganz interessant an dem Stück ist, dass Schubert eine Vorlage benutzt hat, als er das geschrieben hat. Und zwar ein Lied, was er im 1816 komponiert hat, der nämlich auch Der Wanderer heißt und woher dieser berühmte Satz stammt, also ich bin ein Fremdling überall. Und das heißt, quasi der zweite Satz ist als erster entstanden, oder zumindest ist der Kern, um den herum dann die ganze Bau sich entwickelt.
Obwohl es ein Stück in C-Dur ist, ja, das finde ich auch irgendwie sehr ein sehr verzweifelte C-Dur. Vielleicht sprengt den Rahmen der Frage, aber es fällt mir gerade ein, weil als ich mich entschlossen habe, die Wanderfantasie einzustudieren, ich war so ganz frisch und munter, ne? Ach, wie schön, die C-Dur-Fantasie, so lebensbejahend. Und dann, je mehr ich mich vertieft habe, und so, vor allen Dingen, als ich das gespielt habe, also dass diese Erfahrung gemacht habe, dieses Stück von Anfang bis zu Ende zu spielen, war ich richtig von der Wucht auch überwältigt, die das Stück entfaltet. Und es ist zwar bejahend zum Teil, aber andererseits fühle ich den ganzen Schmerz in diese C-Dur. Es ist fast, als ob er sich zwingt, jetzt mal das Leben wirklich ja zum Leben zu sagen. Und das ist, finde ich, eine große Spaltung darin. Und was den Reiz des Stückes auch ausmacht. Das ist ja morgen, was Sie spielen, auch ein physisch sehr forderndes Programm. Also als ich das erste Mal gelesen habe, ein Highlight nach dem anderen. Und das sind alles physisch, glaube ich, sehr fordernde Stücke, kann man das sagen? Ja. Physisch und emotionell natürlich auch. Und die zwei Sachen gehören ja zusammen. Und besonders bei, finde ich, vielleicht G-Moll-Sonate von Schumann. Das ist einfach ein Stück, das, wenn du das spielst, das am Ende bleibt nichts übrig. Wir kommen gleich nochmal zu dem Paradoxon der G-Moll-Sonate. Mhm. Und zunächst möchte ich mal fragen, die Sonate Opus 22 von Schumann ist ja auch inhaltlich ein sehr unkonventionelles Stück. Ich hatte den Eindruck, da würde der Titel Fantasie auch nicht schlecht passen, oder? Das weiß ich nicht, weil was mir zum Beispiel, das stimmt, das ist zum Beispiel schon bei dem dritten Satz, es gibt keine wirkliche Pause zwischen dritten und vierten Satz, das ist auch ein ungewöhnlich, ne? Man geht fast im vierten Satz über. Aber was mich sehr fasziniert aus dieser Sonate ist, dass sie wie aus einem Guss entstanden ist. Es ist so kompakt und ich finde schon, es hat eine auf jeden Fall klassischere Gliederung als eine Wandererfantasie. Aber schwer mit den Begriffen oft die Sachen richtig zu definieren. Ja. Vor allen Dingen, wenn es um Komponisten geht wie Robert Schumann, die immer nach Formen, neue Formen gesucht haben, die in keine Schubladen gepasst haben. Ja. Insofern finde ich, warum nicht? Fantasie, Sonate, beides. Sie liefern so schöne Überleitungen. Das ist nämlich genau das Nächste, über was ich mit Ihnen sprechen möchte. Es ist nämlich so, dass die Klaviersonaten von Robert Schumann eigentlich von der Forschung immer in so ein Spannungsfeld gerückt werden. Zum einen auf der einen Seite Beethoven, der große, übermächtige, vergangene Sonatenkomponist, auf den man versucht, neue Antworten zu finden, neue Formen zu finden, vielleicht die Sonate auch nochmal richtig neu zu erfinden. Auf der anderen Seite Chopin als Schumanns Konkurrent und aber auch Freund und eben diese Reibungsfläche und gegenseitige Inspiration. Ich habe immer den Eindruck, die Leute, die das schreiben, vergessen immer einen, und zwar Franz Schubert. Mhm. Und Schubert war ja auch da und hat auch schon neue Antworten gesucht auf das, was Beethoven zu bieten hatte. Und wird der nicht wirklich eigentlich immer vergessen in diesem Diskurs? Mhm. Nee, das hat auf jeden Fall Franz Schubert so viel Schumann bedeutet, vor allen Dingen in den jungen Jahren. Also ich weiß, dass er die Walzer von Schubert sehr gemocht hat und er hat immer wieder nach Partituren, nach Noten gesucht, hat sie tatsächlich analysiert, studiert und dann hat auch einige eigene Walzen geschrieben. Und das hat auch ähnlich, genauso wie Schubert dann einige Lieder später verwendet hat in anderen Kompositionen, wie der Wanderer, also das Lied dann für die Wandererfantasie. Genauso Schumann hat bestimmte Lieder, jetzt apropos G-Moll-Sonate, er hat für ein Lied geschrieben, heißt Im Herbste, und dann wurde als Vorlage für den zweiten Satz der G-Moll-Sonate benutzt. Also das heißt, ja, da sind sie sogar ähnlich, aber vor allen Dingen, ich finde manchmal Anekdoten, sagen viel mehr als viele andere technische, ne, Begriffe oder Wörter.
Ich weiß, dass wo Schumann die Nachricht bekommen hat, dass Schubert gestorben war, hat die ganze Nacht geweint. Also das ist eine Freundin einfach ihn gehört, hat die Nachricht bekommen und war untröstbar. Das ist natürlich etwas, was ganz gut verstehen lässt, ja, was für ihn Schubert bedeutet hat. Schumann hat sich mit dem Thema Sonate relativ lange beschäftigt, 6 Jahre und 3 Werke lang. Ich habe aber mal nachgeguckt, was er selber über das Thema Sonate so geschrieben hat. Da hat er von sich gegeben, also schreibe man Sonaten oder Fantasien, was liegt am Namen? Nur vergesse man dabei die Musik nicht und das andere erfleht von eurem guten Genius. Und ein weiteres Zitat, die Sonate sei eine Musikart, die in Frankreich nur mitleidig belächelt, in Deutschland selbst kaum mehr als geduldet wird. Da fragt man sich schon, wie passt das alles zusammen? Da ist jemand wirklich mit Herz und Seele dabei und schreibt Sonaten und sagt dann solche Sätze, die fast etwas lässig rüberkommen, als ob man das gar nicht bräuchte. Mhm. Ja, das ist auch die Spaltung seiner Persönlichkeit zum Teil. Und andererseits, ich glaube, es kam genau deswegen, weil er war jemand, der ständig auf der Suche war. Und er war wirklich ein echter Pionier. Das hat auch, und er konnte nicht in die alte Muster reinpassen. Mhm. Die neuen waren noch nicht da. Und deswegen es war bestimmt schwierig für ihn und hat bestimmt Orientierung auch dort gesucht, wo bis damals die anderen Menschen auch eine Orientierung gefunden haben, aber es hat nicht ganz gepasst. Also das heißt, es ist beide. Ne? Und meinen Sie, er hat wirklich versucht, die Form, die klassische Form mit Inhalt zu füllen oder wollte er die Form wirklich sprengen? Wenn eher das Zweite. Ne? Mhm. Das ist Schumann für mich passt in keinen Formen. Also für mich ist wirklich schwer zu denken, also als Persönlichkeit auch. Ich finde auch zum Beispiel in der G-Moll-Sonate vor allen Dingen dieser erste Satz, ja, der so mit so schnell wie möglich beginnt und noch schneller. Jetzt, es geht mir nicht so sehr um die Geschwindigkeit, aber tatsächlich auch, wenn man zu diesen ersten Satz zuhört, ja, man hat das Gefühl, jetzt, was passiert jetzt, explodiert jetzt, es geht alles, er sprengt die Form, ja. Wie gehen Sie denn mit diesem pianistischen Problem um? Also wir haben es gerade gesagt, die Sonate beginnt mit der Tempovorgabe so rasch wie möglich, dann spielt man und dann kommt schneller und dann kommt zum Schluss noch schneller. Wie macht ein Pianist das? Da sind, glaube ich, schon viele drüber verzweifelt über diesen Problem. Also erstmal wird man innerlich gelassen. Das ist der erste Schritt. Und dann, ich finde, das ist viele Sachen, also um den Eindruck zu erzeugen, dass etwas ganz schnell ist, es kommt sehr oft nicht auf die Geschwindigkeit an sich, sondern an dem Charakter, dem Ausdruck, was man einem Stück verleiht. Und deswegen ist in der Musik genauso wie in der Malerei oft, wo es optische Täuschungen gibt. Dann auch in der Musik gibt es manchmal klangliche Täuschungen, was nicht, wie sie nennen kann. Das heißt, manchmal spielt man vielleicht nicht ganz an den physischen Grenzen und trotzdem hat man den Eindruck oder kommt so rüber, dass es ganz, ganz schnell ist. Und was ist dann der Charakter dieses ersten Satzes? Ist das das Bild eines Getriebenen oder da wird ja viel aufgemacht. Wenn man mal so in den Musiklexika schaut, da hat jeder ein Bild. Ob das immer so richtig ist? Na klar, Bilder sind sowieso eine sehr persönliche Sache. Ja. Ja. Und jeder hat natürlich auch ein Recht dazu, einige Bilder. Oder es ist klar, dass bei jedem Einzelnen andere Assoziationen wachgerufen werden. Aber stimmt, dass in Schumanns Briefe man eine Stelle findet, wo er sagt, diese Sonaten sind ein einziger Schrei nach dir und er schreibt das zu Clara. Ne? Und das war mehr als auf die erste Sonate bezogen. Aber ich finde, das trifft genau für die zweite Sonate zu. Weil auch so die Öffnung mit diesem Akkord, ne, das ist G-Moll-Akkord, es klingt fast so wie ein Schrei. Und was ich dabei so faszinierend finde, ist die unglaubliche
Intensität, die er entwickeln kann. In allen seinen Stücken natürlich, aber in diesem ersten Satz insbesondere. Mhm. Also er steigt sich immer, steigert sich und was ist seine Energie, ne? Wie es nicht mehr fast in seinem Körper aufgehalten werden kann. Also diese Kraft, ja, die er in sich trägt, in seinem Herzen. Jetzt kommt meine schwierigste Aufgabe, denn ich habe mit Ihnen über japanische Kampfkunst zu sprechen, die Sie auch ausüben. Und da muss ich sagen, bin ich kompletter Laie und wahrscheinlich die meisten hier im Saal auch. Vielleicht erklären Sie uns deswegen zunächst einmal, was Bujinkan, das ist die Art der Kampfkunst, die Sie ausüben, beinhaltet und bedeutet. Ja, also ich praktiziere zwei Kampfkunstarten. Die eine ist Bujinkan und die andere heißt Jigenryu Tenshinshu, Tenshinshu Jigenryu. Bujinkan ist ein Sammelbegriff für 9 unterschiedlichen Schulen, die im alten Japan unterrichten wurden. Und 6 davon sind Samurai-Schulen und 3 davon Ninja-Schulen. Und natürlich haben dann die einzelnen Schulen ganz unterschiedliche Merkmale, Charakteristika, sind wie ein bisschen wie, jede Schule ist wie eine Zeitepoche, also wie Barock oder Romantik, ne? Weil das heißt, jede Schule hat eine gewisse Art zu kämpfen, andere Stellungen, die angenommen werden und andere Charakteristika. Und während Tenshinshu Jigenryu ist praktisch die Kunst des Schwertziehens. Es ist etwas, was von den Samurais stammt. Mhm. Und genau, und die Bujinkan ist mit dann Takamatsu, also ein wahrer Ninja gewesen, dann überliefert worden zu Masaki Hatsumi, der ein noch lebenden Meister, der in Japan lebt und dann diese Kunst jetzt in die ganze Welt schon getragen hat und trägt. Und wie können wir uns das vorstellen? Das wird also ausgeübt mit richtigen japanischen Schwertern oder gibt es da Attrappen oder wie beim Kendo, Stöcke? Es ist also bei Bujinkan ist es so, es gibt ganz viele Teile und Bereiche. Es gibt der Bereich des Taijutsu, so genannt, wo man nur mit dem Körper ohne Waffen lernt, also man kämpfen lernt, Prinzipien lernt. Und dann werden auch Waffen eingesetzt, wie der lange Stock, der Bo heißt, und dann die Katana oder Tanto, also das kleine Messer. Und für was Tenshinshu Jigenryu betrifft, ist dann nur die Katana. Da ist nur die Kunst des Schwertes, ja. Wie sind Sie darauf gekommen? Sie sind eine italienische Frau, Beatles und Rolling Stones, Schumann, japanische Kampfkunst. Was lag dazwischen, was Sie dorthin gebracht hat? Ja, es ist die Pizza ist eben in Italien, ne? Ein Stab ist alles drauf. Das habe ich nicht gesagt. Nein, es ist einfach die Faszination Kampfkunst habe ich seit immer, ne? Seit ich ein kleines Kind war. Da hatte ich in Italien schon mal mit Karate angefangen. Mhm. Also für mich hatte mehr eine sportliche Bedeutung. Ja? Es war sehr, sehr physisch auch gemacht. Aber und später dann bin ich auf Wing Chun gekommen, was ein Kung-Fu-Stil ist und interessanterweise von einer Frau entwickelt worden, von einer Nonne sogar, die ganz verzweifelt war, also so wie die Legende, weil sie dann im Shaolin-Tempel war und dann die Männer waren alle so viel zu kräftig und dann sie war so, was kann man machen? Und da hat sich so ein System herausgefunden, wo man kaum Kraft einsetzt, nur gibt man halt nach. Ja, sagt, wenn jemand, also nehme die Kraft von einem Gegner, befreie dich von der eigene Kraft. Und also ganz, ganz interessante Prinzipien. Und dann, und später kam dann Bujinkan, Tenshinshu Jigenryu, und jetzt bleibe ich auch da. Bleibe ich dabei. Stimmt es, dass Sie beim Reisen immer unangenehm auffallen, wegen der langen paar Gepäckstücke, die immer durchgeschaut werden wollen bei den Flugzeugsicherheitschecks? Das ist eben das Problem. Also ich bemühe mich dann, wenn ich fliege, einfach keine Katana mitzunehmen, weil es kann ein Problem sein. Ja. Genau. Und im Zug geht es schon eh. Am Zoll ist es noch schlimmer. Und und ein paar Mal bin ich jetzt aufgefallen, aber die meisten denken vielleicht, dass ich angeln gehe. Okay.
Wir sprechen über diesen Aspekt Ihres Lebens auch deswegen, weil, und da bin ich immer wieder ganz erstaunt, das auch wichtig zu sein scheint für Ihre Art, Klavier zu spielen. Sie haben jetzt auch ein Video bei YouTube eingestellt, mhm. Ein Khachaturian-Stück. Und das haben Sie auch optisch verbunden mit Ihrer Kampfkunst-Affinität. Da habe ich mich gefragt, was ist denn wichtiger, eigentlich das Physische oder das Mentale, was vom Kampfkunst auch für die Klavierkunst eine Rolle spielen könnte? Das ist beide. Das ist eben das Faszinierende an die Kampfkünste, dass diese Trennung zwischen Körper und Geist aufgehoben wird. Mhm. Weil du siehst, dass die so eng miteinander verbunden sind, dass du sie eben gar nicht trennen kannst. Und vor allen Dingen, das Mentale hat natürlich, dann es fängt dort an. Weil nach meiner Erfahrung und nach dem, was ich, nach meinem Verständnis von den Kampfkünsten, entwickeln sie sich aus der Verletzlichkeit, aus dem Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit. Mhm. Es ist nämlich so, dass vor allen Dingen, glaube ich, in der westlichen Welt leben wir oft mit der Einstellung oder Illusion, dass wir unsterblich sind oder dass es alles, wir sind, ja, die Umstände, wo wir leben, sind relativ sicher. Ne? Aber wenn man sich jetzt in einem anderen Kontext vorstellen würde, ja, zum Beispiel in manchen Ländern wie, was weiß ich, Sudan, ich habe neulich auch in den Nachrichten gesehen, dass eine junge Frau, weil sie Christin ist, wird wahrscheinlich hingerichtet auf der Straße, ne? Mit einem Säbel. Das heißt, plötzlich, ja, sieht man, oh, ja, ich bin verletzlich. Und deswegen, das heißt, du gehst im Grunde genommen davon aus, dass der andere stärker als du ist. Mhm. Stärker als dich. Das ist der Grund. Und dann die Faszination, man braucht keine Kraft, was eigentlich nicht ganz stimmt, weil man braucht doch Kraft, ne? Beim Kämpfen ist es nicht so, dass man ganz entspannt ist. Aber die Techniken entstehen deswegen, um Kraft zu sparen und nicht zu vergeuden und eigentlich am besten ohne Kraft eben auszukommen. Ich habe über Bujinkan gelesen, die alte Schule. Dieses Bujinkan hat ungefähr zur gleichen Zeit stattgefunden wie die Klaviermusik von Robert Schumann. Also zur gleichen Zeit, als die komponiert wurde. Und da bin ich spontan auf den Gedanken gekommen, was, das ist nicht älter. Ich habe gedacht, in Japan gibt es Schwertkampf schon seit deutlich längerer Zeit. Ja, also es stimmt, das, was Weil es alte Schule heißt, deswegen habe ich gedacht, das ist das Älteste. Die sind tatsächlich viel länger. Also jetzt, um dann den Klammer in Bezug auf Tenshin Shou Jigenryu zu schließen, möchte ich einfach sagen, das wurde formell im 15. Jahrhundert von einem Samurai namens Masamoto gegründet. Und somit ist eine der ältesten japanischen Kampfkünsten, die in ununterbrochener Tradition vermittelt worden sind. Das heißt, man kann auch forschen und einfach die Wurzel von diesem Stil bis ins 931 nach Christus zurückverfolgen. Und das heißt, die Zeitspanne geht bis über 1000 Jahre. Ja? Und dann, das heißt, so alt sind tatsächlich diese Schulen. Das Problem ist, dass damals sie kein öffentliches Wissen waren. Man muss immer bedenken, dass sie Kriegskünste waren und deswegen, das war nicht ein Wissen, was jedermann zugänglich war. Und erst dann, eben in späten Jahrhunderten, wo dann diese Künste als Übungsweg angesehen worden sind, dann wurden sie nach und nach einfach sogar niedergeschrieben, weil früher war hat sich alles so mündlich überliefert. Mhm. Vom Vater zum Sohn oder vom Herzen zu Herzen, wie die Meister sagen. Ne? Vor allem die Ninja war extrem gefährlich. Also, das heißt, diese Schule haben eine sehr, sehr alte Geschichte. Mhm. Und zum Teil können wir nicht wirklich zurückverfolgen aufgrund dieser Tatsache. Sie wissen so viel auch über die Historie. Ist das auch Bestandteil, wenn man diese japanische Kampfkunst lernt, dass man auch die Geschichte der Kampfkunst lernt? Oder ist es einfach persönliches Interesse? Nee, meine Lehrer legen sehr viel Wert drauf.
Und ich finde zu Recht, weil es ist genauso, wie wenn du ein Stück spielst, das vielleicht aus der Barock kommt und dann verstehst du nicht, warum eigentlich es gibt diese Figur da. Aha. Oder eben in der Kampfkunst, warum gibt es diese Stelle, die so komisch da ist. Und vielleicht lernst du, weil damals waren sie so und so angezogen und dann die Stelle war offen oder müssen sie das schützen oder was weiß ich. Oder weil sie zum Beispiel, es gibt Schulen, wo man, die sind gedacht für Menschen, die auf den Schiffen gekämpft haben. Mhm. Ja, und das heißt, man hat mit dem, das heißt, muss man besonders stabil sein. Ja? Und das hat alle dann einen Einfluss auf dein Verständnis von dem, was du machst. Aber das sind alle natürlich wichtige Elemente, wobei, weil man könnte sich auch sich fragen, ja, was übst du denn, wenn sowieso diese Künste im, was weiß ich, 16. Jahrhundert, also wenn man heute nicht so kämpft. Weil erstens, weil Bujinkan ist da, um Prinzipien zu vermitteln. Ja, das heißt, Prinzipien natürlich auch in Bezug auf das Kämpfen. Das heißt, das kannst du da auch auf das moderne Leben übertragen. Aber vor allen Dingen Prinzipien, die überhaupt allgemein das Leben betreffen. Und das ist, was ganz oft der Masaki Hatsumi sagt, also wenn ihr nicht die Prinzipien, die ihr lernt in diesem Dojo, auf das Leben übertragt, dann geht ihr einfach nach Hause. Also warum Kampfkunst? Was braucht ihr Kampfkunst? Ja? Wenn man sich selbst verteidigen will, dann kauft sich wahrscheinlich eine Pistole heutzutage. Ja, man macht natürlich das nicht mit der Absicht, ja, sozusagen zu kämpfen. Es geht um etwas, also um viel mehr. Und zwar um die Entwicklung des eigenen Menschensein. Kommen wir zurück zur Musik. Da gibt es einen Namen auf dem morgigen Programm, den die wenigsten kennen werden, und das ist John Foles. Mhm. Und John Foles ist eine ganz interessante Persönlichkeit, eigentlich aus der englischen Spätromantik, wenn man das jetzt ganz platt sagen möchte, hat ungefähr zur gleichen Zeit komponiert wie Frederick Delius oder Ralph Vaughan Williams. Mhm. Und es stimmt aber auch wieder nicht, dass er englischer Spätromantiker war. Vielleicht können Sie uns in einigen Sätzen kurz was über John Foles erzählen und auch sagen, was seinen Stil unterscheidet von den sonstigen britischen Komponisten dieser Zeit. Also John Foles hat eine sehr spannende Geschichte hinter sich. Und er ist in 1880 in Manchester geboren und war ein Cellist, und das Problem oder der Grund, warum heutzutage er vielleicht nicht so berühmt ist, dass er damals sich das Lebensunterhalt verdienen zu können, hat er ganz viel leichte Musik geschrieben. Und tolle leichte Musik. Tolle leichte Musik. Immerhin haben die Kritiker ihn total vernichtet dadurch oder einfach in eine Ecke geschoben. Ne? Das ist der leichte Komponist leichter Musik, und deswegen wurde dann ihm nicht wirklich Beachtung geschenkt. Er hat immerhin natürlich weiter komponiert und sich wahnsinnig interessiert für auch Systeme, also Harmonielehren, die nicht unbedingt aus Europa stammen. Also er hat den Blick nach Orient gewendet, und damals war natürlich sehr ungewöhnlich. Das war vielleicht einer der ersten Menschen, die diese Idealen hatten, also West meets East, ne? dass die Kulturen sich treffen. Und bis er dann infolge seiner Forschungen den Wunsch gehabt hat, nach Indien zu fahren, und hat dort gearbeitet und weitergeschrieben, aber leider ist dann an Cholera verstorben, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und natürlich, was auch sehr schade ist, dass die meisten, also viele von seinen Werken auf jeden Fall verschollen gegangen sind. Wenn man sich die... Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte dann zu Ende vielleicht die Frage beantworten. Also was natürlich ganz besonders an dieser Musik ist, dass... also erstmal die Vielfältigkeit, weil er schreibt sehr viele Werke, sehr viele Formen auch für Klavier und dann oder Suite oder was weiß ich, Klavierkonzert, und sie klingen alle, sie sind sehr unterschiedlich. Ne? Manchmal ist eine Indian Suite, ja, oder Passion Love Song auch. Immerhin erkennst du immer, das ist John Foles, hast du immer das Gefühl, aber das ist der trotzdem.
Und sehr, sehr sonnige Persönlichkeit und dementsprechend auch die Musik, die er geschrieben hat. Und diese ganzen Einflüsse, die man hört, ja, das, der hat sogar versucht, in einigen Werken Mikrotöne zu schreiben oder zu erzeugen, was gar nicht möglich ist zum Teil. Ne? Oder es gibt Werke wie April England, das ist ein Stück für Klaviersolo, und wo dann ein Mittelteil kommt mit einem Bassostinato, mhm, und darauf entwickelt sich wie eine Improvisation, die mal größer wird und üppiger. Und es klingt dann am Ende fast wie Jazz. Also das ist ungewöhnlich. Wenn man sich diese Biografie anschaut, Sie haben gerade gesagt, er war eine sonnige Persönlichkeit. Mhm. Er hat aber auch eben experimentiert mit Vierteltönen, mhm, mit indischen Skalen. Er hat mal ein Stück geschrieben für 1250 mitwirkende Musiker. Im Prinzip doch auch ein künstlerisch Radikaler. Und im Grunde genommen, wenn man sich seine Biografie anschaut, auch ein ewig Suchender, der seine Stelle in der Gesellschaft nie so richtig gefunden hat. Mhm. Und weil wir hier beim Schumann-Fest sind, frage ich natürlich auch, gibt es da Parallelen zu Robert Schumann, zu Robert Schumanns Leben? Kann man da was sagen? Ja, bestimmt. Also dieses Element der Suche, vielleicht nicht nur mit Schumann, sondern mit Schubert auch, das Thema der Wanderschaft. Mhm. Also dass wir Wanderer, was ganz anders ist als Tourist zu sein. Es ist ein Archetyp, also das heißt Menschen, die, was ist der Wanderer, ja, nicht im engen Sinne, aber es, mhm, ist jemand, der auf dem Weg vielleicht zu sich selbst letztendlich ist. Mhm. Und das haben alle diese Komponisten gemeinsam. Und gibt es auch musikalische Parallelen? Also John Foles kann man, glaube ich, einige Klavierinnovationen nachweisen, von denen das breite Publikum kaum etwas weiß. Ja, die waren auf jeder auf seine Art einfach Pioniere. Ja, und jetzt, klar, jetzt im technischen Bereich, klar, Schumann hat nicht Vierteltöne benutzt, aber er war natürlich ein Innovator, ne, auf seine Art und Weise. Gut, kommen wir zum Schluss. Kommen wir zu Ihren Plänen für die nächste Zukunft. Mhm. Was Sie morgen machen, wissen wir. Ja. Aber wir wollen auch wissen, was steht sonst an, so in der nächsten Zeit? Womit beschäftigen Sie sich gerade? Und vor allem, wann können wir die nächste CD kaufen? Ich kann im Übrigen sagen, die Schumann-CD, die 2012 erschienen ist, ist eine der besten. Ich kann sie nur empfehlen. Vielen Dank. Ich muss sie auch noch kaufen. Also, was kommt? Also zum Thema CD, also wenn jemand hier einen Vorschlag hat, gerne, ja, weil ich weiß nämlich noch nicht, und das ist etwas, was mich aber sehr beschäftigt, weil eine von meinen Wünschen wäre, unter anderem, weil es gibt natürlich sehr viele Stücke, die ich gerne einspielen möchte, aber unter anderem vielleicht Dynamic Triptychs von John Foles, das ist dieses Klavierkonzert, was ich dann im Februar nächstes Jahres in Berlin in der Philharmonie spielen werde. Und wovon bis heute auf dem Markt nur eine einzige Aufnahme gibt. Mhm. Und andere Pläne, ja, normalerweise, wenn diese Frage gestellt wird, antworte ich immer mit John Lennon, der sagte, das Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Und bis jetzt ist bei mir auch der Fall gewesen. Deswegen ich bin sehr vorsichtig beim Antworten. Gut, es gibt naheliegend ein Konzert beim Mecklenburg-Vorpommern-Festival Ende, mhm, Juni. Und dann werde ich erneut im September beim Leipziger Schumann auch Festival, mhm, dabei sein. Und genau, und dann im Oktober noch Konzerte. Aber das werde ich, sobald es geht, einfach auf meine noch nicht bearbeitete Webseite stellen. Sie sagten, Sie spielen das Foles-Stück in der Berliner Philharmonie. Wer, ja, steht da am Pult? Was für ein Orchester? Gustavo Gimenez ist ein Schüler von Abado. Ja. Und das ist DSO-Orchester. Das ist im Rahmen des Deutschlands Radio-Debüt. Okay. Also das Deutsche Sinfonieorchester. Genau, ja. Deutsche Sinfonieorchester. Gut. Frau Maceratini, ich danke sehr herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei euch. Und danke Ihnen, dass Sie, mhm, da waren und dass Sie zugehört haben und Interesse für dieses Gespräch hatten.